Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 hier aus dem Niemandsland. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir machen zum Anfang. Ich habe jetzt hier ein größeres Suffhassel gekauft. Wir holen uns mal da rum jetzt mal das Material. Dann haben wir mal etwas aufs Feld raus. Den Rest haben wir verkaufen. Schauen wir mal, was hier so umgeht. Muss ich dazu einen Hof wechseln? Oder habe ich das falsche Motor starten? Ah, Abdeckung öffnen. Ist richtig gemacht, Abdeckung, also. So, jetzt hat. Muss ja die Abdeckung öffnen, also die Luft auszukommen. So. Wir haben jetzt für diesen entschieden. Mal schauen, wie viel Geld das da nummer geht. Den Rest zum Verkaufen. Bis jetzt mehr im in einen Rutsch haben wir da 80% rausgekriegt. Das Reihe geht, wenn wir nichts mehr haben zum Verkaufen. Okay. Aber zumindest können wir bei der nächsten Ernte wenigstens ein bisschen was aussah. Das heißt, darum müssen wir uns zusammensparen für ein größeres Kapital. Ich habe echt schon die Hoffnung gehabt, ich kriege das ganze Wirt mit denen zusammen. Aber es scheint sie nicht so. Aber es ist gleich, die erste Spur aus dem Hammer und fertig. Das Lappen. Die Steiner habe ich jetzt rausgeschmissen. Nur falls dass sie wer fragt, wo wir sind, dass nirgends mehr Steiner sind. Die habe ich jetzt rausgeschmissen. Da war ein paar Mods rausgeschmissen. Ein bisschen was umstellen müssen. Müssen hätte ich nicht, aber ich habe es halt tun. Gut, die Mistkrippen funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Oder schon. Den Baufuß, die Song. Aber zumindest geht es mit denen so fast schneller.
Kimschur. Hat sie ausgeschaut, die so. Vielleicht geht es nicht ganz aus, aber zumindest auf einen Teil. So, und dann da nochmal, schauen wir mal, vielleicht geht es nicht aus. Wäre super, 20.000 Liter für Jahr führt. Jetzt ist 500. Oben machen nur mit die 13 Liter den Strafen. Ja, hervorragend. Dann haben wir das wenigstens dies fällt. Dann wissen wir, dass wir 20.000 Liter brauchen. Dass man großzügig. Das füllen können. Ah. Bis bedüngen können. Jetzt wechseln wir gerade schnell den Hof. Schnell schauen, wie es mit den Tieren ausschaut. Da steht die Mistkrippen zu weit weg oder es funktioniert tatsächlich nicht. Jetzt passt es auf. Machen wir das ganz einfach. Ein Tausender Krippen oder viel. Bauen. Test jetzt mit Ink einfach aus, da ist miteinander. So. Top den Durchgang machen wir uns da jetzt die Mistkrippen. Ja, ist auch wurscht. So. Gebäude. Silo-Erweiterungen. Stroh müssen wir noch lagern. Stroh, haben wir Stroh eingelagert? Was müssen wir von unten noch was abverbringen? Stroh, ja, 5000. Wenn wir schon mal da sind.
Nein, 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 nein. Weiter, 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 weiter. So. Ja, ich muss den jetzt hernehmen. Warum? Weil der Hänger nämlich drin steht. Jetzt haben wir gerade die Kante, die anderen Stücken auch machen, aber funktioniert ja nicht. Haut liegen. So, das heißt, wir brauchen dann da herum wieder Stroh. Müssen wir dann irgendwann noch mal wohin da herum? Abkippseite rechts. Ich bin doch auf dem richtigen Hof eingeloggt. Ja. Warum mag er mich nicht? Ah, jetzt hat es wenig weit nach hinten gefahren. So. Milch haben wir auch fast 8000 Liter in der Heu. Haben wir auch herin. Mischfutter passt, okay. Lass mal. Am Dürer. Nehmen wir jetzt. Und lassen wir jetzt noch. So. Dann wechseln wir wieder den Hof zurück. 20.000 haben wir. Auf geht's zu unserem eigenen Hof. Ich werde jetzt bei unserem eigenen Hof jetzt nicht anfangen, Großmann. Da in den Container da die Suche einlagern und nachher geht's dahinter nicht so.
25.000 haben wir. Ich würde sagen, haben wir einen Schroder jetzt halt nicht mehr ein bisschen einen schmälern Weg gemacht, ein bisschen einen anderen Schroder. Aber es braucht nur Gesicht, dass wir hier so fahren können. Katastrophen momentan auf meinem Hof. Dann müssen wir jetzt schauen, ob wir den dabei hier parken. Parken wir uns jetzt den da hier zwischen die Bäume hier dabei, oder? Ich glaube, da steht er gut. Da geht er uns nicht am Weg um. Also jetzt kommt. Nummer 6. So. Dann brauchen wir. Da müssen wir schauen. Da haben wir den da. Kombinationen. Okay, da haben wir jetzt so keinen. Da müssen wir auch noch schauen. Forst. Das ist ja ein bisschen eine Schauung für unsere Sorg. Nenner 30.000 für einen Sottelauflieger. Auflieger. 40.000 für einen Rungenauflieger. 18.000. 42.000. Da habe ich wieder jetzt den verkehrten, aber ist ja wurscht. Gott, den brauchen wir im Moment. Im Moment brauchen wir den nicht. Also, jetzt schauen wir mal. Hackschnitzel. Möchte ich auch noch verkaufen. 4000 Liter. So, einmal. Schauen wir, was da ausschaut mit der Produktion. Ah, 162. Geht.
mal erkunden, um es auszuwählen. Hier passt es. Ah, okay. Schauen wir mal, was kriegen wir für die Hackschnitzel? Hofladen. Ich weiß, es ist nicht viel, aber besser als wir gar nichts, da ist so. Jetzt sollen wir nämlich gleich ein bisschen einen Kredit zurückgehen. Schon mal kommen wir mal bei 445.000. Sechs, die kalten wir uns zurück. Hätten wir das nicht so viel rausgelassen. So, jetzt hat. Naja, viel ist nicht gewesen, aber zumindest etwas. Baumwolle haben wir auch, glaube ich, nur zum Verkaufen. Haben wir eingelagert. Möbel habe ich auch was. Ah, jetzt weiß ich schon wieder, was ich wollte. Ah ja. Jetzt ist es schon so, wie es ist. Ich möchte da gerne einen Hof ein bisschen umbauen, ich denke. Das war eigentlich mein Plan gewesen, aber mein Gott, nein. So. Stimmen wir gerade mal daher.
Sehr, ja, aber ich muss da wirklich jetzt mal mir die Zeit nehmen zum Programm. So, jetzt passt es mir auf. Den stimmen wir jetzt mal da an. Dann muss ein bisschen Ordnung reinbringen. Was wird man denn da für ihn kriegen? 4000. Farmhäuser. Für die Matten. Ich möchte mir ein spezielles haben. Ich möchte mir da ein bisschen und der Deko, wo die sind, was ich will. Sonstiges. Seht ihr, was da alles drin ist. So. Machen wir uns erst einmal, dass man mal weiß, wer da hier auf dem Hof ist. Dann das nächste. Oh, da wäre ich halt so einen kleinen Kredit brauchen, schätze mal. Da ist so viel Zeug rumgelaufen bei dem Deko-Zeug. Das gar nicht mehr normal ist. So, jetzt passt auf. Jetzt nehmen wir da mal zuerst einmal die 50.000 auf. Okay. Dann gehen wir wieder ein unter Bauen, gehen wir wieder ein unter Deko, dann gehen wir wieder ein unter Sonstiges und dann hauen wir uns dies her. Jawohl. Mit der Terrasse nach vorne natürlich, versteht ihr ja. Schön Abstand, passt auch gut. Super. Freut mich gut. Freut mich gut. Dann nehmen wir nämlich das Farmhaus hier weg.
Gefällt mir gut, es gefällt mir gut, aber ich möchte ein bisschen einen Hof anders aufstrukturieren. Den Hof ein bisschen ohne aufstrukturieren. So. Jetzt müssen mehr Platz haben, nämlich. Da müssen wir unter Gebäude wieder reingehen. Erstens verdienen wir noch ein bisschen was dazu. Haben wir da zwei Vermietungen. Sozusagen. Dann haben wir da unsere Fußmatte, die setzen wir uns jetzt da her. Oder machen wir es? Ah, wir können es nicht in den Innenbereich setzen. Schade. Nein, dann machen wir es. Dann machen wir es wirklich daher. So. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Funktioniert. Mir gefällt dann der Wohnbereich einfach besser. Ist jemand, der was halt noch nicht kennt, das Tiroler Alpenhaus. Zeigt dieser gerne her. Warum war es halt auch bergig gewesen? So. Und dann machen wir uns jetzt noch. Hoppala, wo bin ich? Gehen. Da machen wir zu. Und dann geht es dann hinten raus. Und jetzt machen wir uns dann da raus. Mache ich mir dann einen schönen Garten. Die setzen wir auch weg nachher, die Kalkproduktion. Kalk-Editing da drüben. Steine, Wasser, das Wasser hat mir sowieso nichts gekostet. Strukturieren wir ein bisschen den Hof um, machen wir halt heute eine 40er-Folge. Machen wir halt heute eine 40er-Folge. Kramte, das was ist dann. Mal, dann gehen wir wieder da rein. Dann schauen wir mal das Ding, was uns das noch bringt. Okay.
ist es 12.000, was uns das auch noch braucht. Dann stellen wir mal die zwei Geräte auch noch weg. Ich habe jetzt genau deswegen entschieden, nicht zu mähen hier unten. Wer möchte die nächsten Folgen, wenn man so klar weiß. Entweder Meeting oder Owning, das weiß ich noch nicht. So. Silos. Nope. Jupp. Auf die andere Seitennummer switchen. Ich hätte gern das Ohr so eine Linie haben. Wenn es geht. Eben da mit dem Fenster müssen wir aufpassen, da steht genau ein Fenster drin. Das heißt, ich muss jetzt da mal mein Blickwinkel ein bisschen ändern. Gäb's mal einen Moment, gäb's mal einen Moment, meine Sportsfreunde. Nicht. Ich glaube, so passt es gut. Schauen wir uns das gleich an. So, einmal. Machen wir da den Durchfahrsilo. Zweimal. Ah, wo können wir schon am Haus vorbei? Da, das passt da. Da die Anmeldung schaut gut aus. Und da schaut sie auch gut aus, steht auch nichts drin. Super. Super, 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 super. Dann muss ich gerade da nachher noch ein bisschen asphaltieren, ein bisschen begrünen. Hervorragend, da die Song. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das mit der Werkstatt mache. Jetzt mache ich gerade das, ich habe mir überlegt, wie ich das mit der Werkstatt mache. Dass wir das alles so ein bisschen kompakt drin haben. Lasst sich doch der Kohlenschieber einstellen. Ah, da ist der
Frauenschieber. So. Ding mal bist. Macht nichts. So, da jetzt hat. Schauen wir, dass wir die Halle gleich weiter verkaufen. Aber es wäre jetzt dann normal, machen wir hin im Sportsfreunde, weil ich gerade sehe, 42 Minuten. Ich weiß, es war halt kein Glanz. Das war halt wirklich keine Glanzleistung. Aber ich hoffe, ich habe trotzdem ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Niemandsland weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt, Kim, Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.